Und wir sind wieder voll, weil das ein Hauptmann war. Sehr gut. Und mehr Macht bekommen. Sag mal, müssten wir nicht langsam mal wieder? Falsch. Verbesserung. Fähigkeiten. Attribute. 815 nur, das reicht nicht. Erhöhter Fokuswert. Noch ein Schwertruhenplatz. Oder noch ein Bogen. Bogen. Bogen auf jeden Fall. Denn Bogen war am wenigsten drauf. Achso, Fertigkeiten. Nischt. Ach, wir haben noch Kohle für. Nein, haben wir nicht. Und Kohle stimmt ja sowieso nicht. Ist ja nicht wirklich Kohle. Ist ja anderes Gedöns. Hep. So. Da unten soll es losgehen. Spring. So. Indem du die Unterstützer tötest, bevor sie Verstärkung holen können. Töte die Uruks, ehe sie andere benachrichtigen. Und der Häuptling wird ihre einzige Verstärkung sein. Okay. Wie viele? 5. Guck mal, der steht super. Nee, warte mal, hä? Ah ja. Ups. Wenn du einen Menschen auf dich zukommen siehst und so, anlocken, das war das Ziel. Und tot. Okay, wir sind noch nicht gesehen worden. So, komm her. Put, put, put. Nö, doch nicht da lang. Ach, doch da lang. Okay. Hep. Oh, Mist. Ich fürchte, wir wurden fast bewerbt. Oh, warte mal. Hep. So, ab in den Busch. Das ist ja fast perfekt hier. Hep. Glück, der Beobachter. So. Viele Pfeile habe ich jetzt nicht mehr. Wo ist er genau? Sehr, sehr weit weg. Immun gegen Fernkampf. Okay, ich brauche also richtige Schleichangriffe. Flitz mal da. Oh, shit. Nichts passiert. Niemand hat etwas gesehen. Shitomat. Shitomat. Absolute Kacke. So. Gib mir dein Zeug und halt den Mund. Oh nein. Verdammt nochmal, ey. Ich krieg zu viel. Er ist immun gegen. Er hat Schwäche gegen Schleichangriffe. Ich wollte ihn im Schleichen töten, ihr Affen. Ja. Dein Schleichen wird dir nicht helfen, wenn ich deine Ja. Zieh die Maske ab, du siehst kacke aus. So, Ruhe. So, Kampftodestoß Nummer 1. Wir sind so ein bisschen in der Ecke, das finde ich so geil. Ruhe. Und komm, gib ihm ein. Gib ihm. So. Okay. Das in der Ecke ist echt keine gute Idee. Nein. Lass mich.
Baby flüchtet. Ach, der klingt auch wie Otto aus der Büchse. Zack. Ist er tot? Nö. Okay, ich sollte mich mal ein bisschen auf diejenigen konzentrieren, die mir hier wehtun. Au! Verfluchte Kacke. Hep. Verdammt, 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 bleib hier! Und ich laufe bitte mal vernünftig. Okay, ich weiß, immun gegen Fernkampf. Ich erwische ihn nicht, der kriegt da schon wieder runter. Was ist los? Haha, dummer Idiot. Glück, der Bewuchter ist tot. Der Arme. So, was haben wir da? Unlösbare Bande. Die Gunstar ist entkommen? Warum? Was war das jetzt für eine Rune? Ach ja, wir haben ja noch ein Bogenrünchen uns geholt. Ganz vergessen. Sekunde, da werde ich jetzt mal erstmal schauen, was wir da sinnvollerweise draufpacken können. Tödlicher Bogenschütze, episch ausgerüstet, ja. Aura des Entsetzens, tödliche Kopftreffer, Flucht, nö. Bei jeder Aufzehrung oder Brandmarkung 4 Elbengeschosse, ist okay. Schleichtötung mit dem Bogen werden Fokus wiederhergestellt, das macht durchaus Sinn. Chance bei einem Fernkampftreffer Gesundheit zu regenerieren, macht auch Sinn. Ich vermute mal diese... Moment, wie heißt die Fertigkeit ganz genau? Dieses? Nein, dieses? Nein, dieses? Nein, dieses? Ich habe keine Ahnung. Wo ist denn das? Ist eine Bogenfertigkeit. Sofortiger Todesstoß. Nein. 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 Was ist das denn? Ach so. Ich weiß es wirklich nicht, welche Fertigkeit ist denn das hier? Hm. Ja, sorry, keine Ahnung. Bin gerade nicht sicher, wo ich das finde, was auch immer ich genau suche. So, Informant erstmal und dann genüsslich schauen, was wir als nächstes machen. Ist ja Zeit. Hallo, Freundchen. Verhören. Und Infos. Boah, wie soll man den töten, wenn der andere da ist? Muss ich den noch töten? Kann ich den töten? Ach komm. Ziel markieren. No risk, no fun. Ach so, ich habe gar keine Infos gesammelt, ne? Ich habe den jetzt nur markiert. Hi. Kommt ihr denn her? Geh mir nicht irgendwo drauf. Au. Sag mal. So, jetzt hüpfen wir erstmal über alle drüber und dann... Okay, die Berserker sind übel. Ich box einfach gegen dein Schild. Pam. 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 Okay. Oh, da kommt eine Truppe. Nehmen wir den Fackelträger. Und den nächsten stechen wir noch ab. Und dann ist nur noch einer da. So.
Dort im Norden soll er sein. Naja, in gewisser Weise Norden. Moment, das war falsch. Markieren will ich das und dahin will ich porten. So. 300 Fuß. Ich hoffe nur. Hep. Hui. Hallo. Och man. Ich wollte ihn terrorisieren, den Mann. Oh. Oh. Ich muss mich echt konzentrieren. Hep. Und zack. So. Stechen hier in den Rücken und da kommen noch mehr. Ey, immer wenn ich irgendwie kämpfe, kommen erstmal noch mehr. Können wir das vielleicht lassen? Das ist ein blödes Spiel. Hallo? Genau, das wollte ich. Und hepp. Guck mal, jetzt habe ich mich selber verletzt, aber das ist mir jetzt egal. So. Da. Ein paar Fuß noch. Okay, hallo? Lauf, lauf, jawohl. Was war das für ein Geräusch? Und hier geht's los am Tässchen. Die Hybris kommt in gezähmter Gestalt. Befreie die Karagor des Häuptlings und offenbare seine Torheit. Ha. Die Torheit des Häuptlings. Moment. Bevor wir das tun, schauen wir uns die nochmal an. Nur damit ich Bescheid weiß. Furcht vor Morgai fliegen, Schaden durch Explosion und Kampftodstöße. Okay, ich hoffe, seine Assistenten sind nicht dabei. Denn das könnte zu Problemen führen. So, hepp. Okay, wo haben wir die? Da unten ist ein Käfig. Ja, das ist offen. Hepp. Dann muss man nur den Käfig treffen, das ist ein bisschen schwach irgendwie. Schaka. Wen haben wir da? Voll. Okay, auch schon mal gesehen. Da ist noch ein Käfig. Treffen wir den einfach oben, dann ist das schon erledigt. Das ist ein bisschen low. Da ist er. Oh Gott, ich hab's geahnt. Beide sind dabei. Shit. Ganz ehrlich, shit. Das ist einfach ein Gegner, der ist zu stark. Also nicht er, sondern sein blöder Assistent. Ich muss jetzt echt überlegen, wie ich den halbwegs kaputt kriege, falls ich das überhaupt schaffen sollte. Okay. Erstmal rumfahren. Das hasst Karagor. Ja, hat jetzt Angst. Nee, hat keine Angst. Nee, der hasst hier ja nur. Okay. Die Schwachen werden fliegen. Aber der hat Angst vor den Fliegen, ne? Und sie vor uns das da. So. So muss man ficken. So, jetzt rennt er da nicht hin, oder? Jo. Er hat Schiss. Furcht vor Morgai fliegen, das ist super. Rennt jetzt aber. Oh. Rennt jetzt aber ganz weit weg und da kriege ich den nicht. Zumindest nicht, wenn ich nicht ganz, ganz schnell hinterher renne. Klettert ihr hier hoch? Wäre das ein Luxus? Guck mal an. Und stich ihn ab. Guck mal, überhaupt kein Vertrag mit irgendwas. Direkt tot, die Sau. Sehr schön. Schwäche ausgenutzt und Häuptling getötet und unserem absoluten Erzfeind nicht begegnet. Das ist ein Träumchen.
So, was haben wir? Kalt für Eis. Das will ich sehen. Was ist das? Dolchrune, Schwertrune. Ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Mein Fresse. Kalt wie Eis. Erhöht die Dauer der Betäubung und des Niederschlags bei gekonterten Feinden um 50%. Das ist nicht schlecht eigentlich. Zusätzliche letzte Chance. Na, der Sturm brauchen wir. Kampftodschütze brauchen wir auch. Wir brauchen einen fünften Ruhenplatz, definitiv. Verbesserungen? Sagen wir, dass wir es können. Nein. Wie viel brauchen wir? 800. Okay. Wir müssen sammeln. Ganz ein. Oh, da kommt einer. Wer ist das? Voll. Schön, wie er da so runterfliegt, während wir das sehen. Wer ist er? Morg. Freund? Oh nein, kein Elbengeschoss. Bleib doch mal da. Hallo. Bleib doch mal da. Hallo. Warte mal. Das da. Nee, das da. Geht doch. Bleib mal stehen. Bleib stehen. So. Erstmal in den Rücken gestochen. Mich kannst du nicht. So, hüpf über ihn und dann ihn gar nicht erst reden lassen, sondern direkt abstechen. So, das war doch gut. Ach, guck mal, hier, ich brauche ein bisschen Energy. Danke. Okay. Und? Habt ihr Angst? Oh. Und Karagor, da müssen wir vielleicht direkt weg. Und tschüss. Rauf, rauf, rauf. Immer schön auf die Mauer rauf. Okay. So. Mappily Doodle. Wir müssen auf jeden Fall da hoch. Denn es heißt jetzt weiter Story machen. Sonst kommen wir hier nämlich, glaube ich, nicht weiter. Und das macht wenig Sinn. Quatsch, da nicht, sondern hier oben. Story. Die ausgestoßen. Hilgorn. So, runter. Ignorieren, alle ignorieren. Und dort entlang. Hier durch. Offensichtlich. Quest beginnen. Die Ausgestoßenen. Wie zu Hause, Talion. Von dem hier haben wir wertvolle Informationen erhalten, bevor er seinen Kopf verlor. Diese Trottel wissen nichts. Wir verschwenden kostbare Zeit. Kostbare Zeit. Wir haben erfahren, wo sie unser Schießpulver aufbewahren. Wie soll mir Schießpulver von Nutzen sein? Das gehört alles zum Plan, mein Freund. Für mich zählt nur, wie wir zur schwarzen Hand gelangen. Ist es dir so eilig mit der schwarzen Hand? Ganz wie du willst. Ich bring dich zu ihm. Mit ein bisschen Glück haben die Uruks den Zweck des Schießpulvers noch nicht entdeckt. Wir müssen meine Männer befreien, um das herauszufinden. Glaubst du, dass das Schießpulver die schwarze Hand hervorlocken kann? Ich hoffe es. Der Feind versammelt sich an den Uruk-Höhlen, wo meine Männer in Ketten liegen. Ich hoffe, auch Eren befindet sich dort. Ich kümmere mich um die Uruks. Vielleicht sollten wir uns einer List bedienen und die Schwäche dieser Bestien ausnutzen. Grog.
Hast du je von Hitlers gehört? Es ist ein Kraut und dient nur einem Zweck, dem Vergiften von Orks. Folge mir. Okay, jetzt dürft ihr folgen. Als ich das schwarze Tor verließ, wurde ich bald krank. Es war Erin, die mich gesund pflegte. Ist sie der Grund, dass du dem Stamm beigetreten bist? Gründe gab es viele, doch sie ist mir der teuerste. Es gibt so viele Lager, in die sie meine Frau verschleppt haben könnten. Glaubst du, dass sie ausgerechnet in diesem ist? Mein Herz sagt ja. Ich hoffe für dich, dass dem so ist, Hiergon. Ich weiß immer nicht, wann ich reden darf und wann nicht. Jetzt gleich fangen wir bestimmt wieder an zu quatschen. Ich halte nach den Uruks Ausschau. Sieh dich vor, Waldläufer. Natürlich. Wir müssen Kräuter sammeln, ist klar. Bist du ein Kräuter? Jawohl. Ach, da. Es ist nicht gesagt worden, dass ich die nicht töten darf, oder? Weil ich glaube, das ist die einfachere Variante. So. Hallöchen. Zack. So, Moment, bevor ich das letzte sammle, hole ich mir mal das hier. Ich weiß zwar nicht, wo wir die vergessen haben, aber in jedem Fall sollte ich mir die mal holen. Und ist schreiend wie eine Bleichhaut davongerannt. Und diese Schande wird er nicht lange überleben. Da war's. Blindfisch. Der ist tot. So, und wieder zu Hiergon, der mir super geholfen hat mit den Orks. Es gibt noch mehr Pflanzen dort drüben, folge mir. Okay. Platsch, Spinne kaputt. Wo habt ihr dieses Schießpulver gefunden? Wir sind einen Tausch mit einem Zwerg eingegangen. Wir nahmen sein Pulver und ließen ihm unsere Fußspuren. Ein gutes Geschäft, wenn du mich fragst. Du hast geklaut. Du weißt dich als ein starker Anführer. Für einen Deserteur. Das liegt daran, dass ich all die harte Arbeit Männern wie dir überlasse. Der ist mir unsympathisch, der Typ. Kollege, ist dir klar, dass wir jetzt gleich gesehen werden? Okay, brauchen wir nicht. Nehmen alle meine Kritik zurück. Wenn es eins gibt, das ich hasse, ist es darauf zu warten, endlich jemanden anzuschleichen. Ich bin ja eher so ein Freund des Durchkämpfens, nicht des Durchschleichens. Das mit dem Kämpfen ist einfach wesentlich unkomplizierter. Wohin willst du? In Mordor sind selbst die schönsten Blumen tödlich. Es gibt hier weit schlimmere Dinge als Blumen. Dieses Menschen abschaum's nicht. Ho, ho, ho. Da sind böse Bauzis. Okay. Nicht böse Wauzis töten. In den Poppes. So, jetzt in den Kopf. Oh nein, 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 nein. Ah, das. So, da geht's als erstes weiter. So, da ist noch ein schön leuchtendes Kraut. So, und wieder Hiergon hinterher. Jetzt haben wir natürlich keinen Fokus mehr. Und auch sonst nichts. Was machst du? Schade. Gesundheit. Naja. Lass uns gehen. Ich hielt es nicht für möglich, dass Sauron je zurückkehren würde. Dunkelheit fällt über Mordor. Bald wird es unmöglich sein, ihr nicht anheimzufallen.
Als wir merkten, dass wir die Orks nicht bekämpfen konnten, begannen wir uns als Sklaven zu verkleiden. Wir schlichen uns in Lager, um die anderen zu befreien. Eine kühne Strategie. Keinesfalls. Oftmals endeten wir bloß selbst als Sklaven. Zumindest waren wir schon entsprechend gekleidet. Ja. Als die Ausgestoßenen mich einst retteten, sagten sie mir, du führtest die Jagd um meinen Kopf an. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Wenn du gefangen genommen worden wärst, hätten unsere Waldläufer dich getötet. Dieses Schicksal wollte ich dir ersparen. Ja, das ist nett von dir. Ach, hier drin? Müssen wir noch mehr Blumen sammeln oder dürfen wir jetzt töten? Hier oben. Wir haben nun bald genug Gift für unsere Zwecke. Ich bin bereits auf dessen Wirkung gespannt. Ah, da ist Nummer 1. Einmal durch die Dunkelheit marschieren. Ach, da. Direkt vor meiner Nase, als ich gestartet war. Und dort. So, jetzt Hirgon wieder folgen. Das sollte reichen. Jetzt musst du es ihnen nur noch in den Grog mischen. Ja, das machen wir. Werden die Orks das Gift nicht riechen? Nein. Aber wenn sie dich sehen, werden sie sicher nicht davon trinken. Okay. Also nicht gesehen werden. Die Uruk sind am vorderen Tor stationiert. Ich halte dich zum Wohle meiner Männer in den Schatten verborgen. So. Ich hole meine Männer und warte. Sobald das Lager sicher ist, werden wir das Schießpulver an uns nehmen. Aha. Ich dachte, wir hätten schon Schießpulver. Denk daran, Talion. Lass dich nicht erwischen. Die Uruks haben Sklaven schon für weitaus weniger getötet. Okay. Drücke RB, um Gift in die Grogfässer zu mischen. Okay. Das heißt, wir müssen 5 Uruks durchschleichen. Ja, super. Wir haben keine Pfeile mehr. So, das ist eine Schleichtötung. Nummer 1. Wenn du nur eine Armbrust hast, musst du sie schnell erwischen, bevor sie dir zu nahe kommen. So, da können wir auch rüber. So. Es gibt auch Schleichaufzehrung, ne? Ja. Und töten. Dann haben wir nämlich wieder Pfeilchen. Darüber. Jetzt hängen wir hier erstmal rum und dann. Wenn wir aus Mordor ausmarschieren, werden wir jeden einzelnen Elben niederschlagen, der noch übrig ist. Eines Tages wird sich niemand in diesem Land mehr an sie erinnern. Ach, in die Uruk-Höhlen, klar. Da müssen wir erstmal hier durch, einfach nur. Ich hab das nie gehört, dass sie hier singen. Kann ich bis darüber? Genial. Okay, der war gut. Da unten ist ein Grogfass. Hier ist ein Grogfass. Okay, hier in der Nähe ist ein Grogfass. Hier unten direkt. So. Ja. Kein Wunder, dass dieses Zeug so gut brennt. Und hier hoch einmal. Ich muss mehr durch Schleichtötung töten, ne? Aber wo sind noch welche, die ich durch Schleichtötung töten kann? Okay. Ah,
Ah ja, die kämpfen da hinten schon. Es sind diese vergifteten Speere. Wenn du mich fragst, ist das geschummelt. Jemand sollte ihn dafür verhindern. Kommst du näher? Kann ich dich dann schleich töten? Komm näher. Ich glaube, der tut mir den Gefallen nicht. Da ist noch ein Ork. Du? Nein. Das war so klar. Das war ganz, ganz, ganz wenig gesehen nur. Okay, aber jetzt starten wir mit zwei Schleichtötungen. Und ohne Grogfass. Ist zumindest halb gut. Nee, keine Schleichtötung. Hervorragend. Ich habe mich zu früh gefreut. Alles klar. Leck mich. Darum und hoch. Die sitzen doch auf dem ganzen Block. Ich hab gehört, sie lagern ihn in einer Höhle weit oben im Aschengebirge. Er wird von einer Armee von Graus. Das gilt als Schleichtötung und wir werden gleich wieder gesehen. Ich hab's im Urin. Okay, flitz, 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 flitz. Diese fiese Schattenkreatur beobachtet uns schon seit einer Weile. So, den anlocken. Moment! Ich rieche etwas. Und Schleichtötung. Nummer 2. Dann definitiv hier hoch. Den töten. Der Hauptmann ist tot. So. RB, Grog vergiften. Kein Wunder, dass dieses Zeug so gut brennt. So, ich hoffe, die Uruks kommen jetzt. Nur nicht hier lang. Das Sklavenmeister erlöst die Gefangenen zu schnell von ihrem Leiden. Er sollte ihnen zumindest die Möglichkeit langsam erwarten. So. Das hätten wir schon mal. Das Fässchen noch? Na komm, mach keinen Scheiß. Dieser Gestank. Unvorstellbar, wie sie das nur trinken können. So, nächstes Fass. Jetzt müssen wir erstmal Schleichtötungen durchführen. Oh shit, wo kommt der denn her? Hep. Immerhin ist das noch Schleichtötung Nummer 4. Habt ihr das gehört? Ach so. Ein Fähigkeitspunkt, wofür das denn? Warte mal, wo ist denn jetzt? Da unten irgendwo ist was. Ich suche nicht mehr weiter. Okay, da ist ein dicker Ork, aber sonst nichts. Hep. So, weg hier, 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 ins Gebüsch. So, die können machen, was sie wollen. Ich will den da haben, komm her. Vielleicht da jemand umher? Ja. Hier schleicht definitiv jemand umher. So, stirb. Das waren die Schleichtötungen. So, 121 Fuß nach Dor. Haben wir irgendwo oben einen Bogenschützen? Schleicht da jemand umher?
kriege ich den? Komm schon. Ja. Okay. Oh, 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 oh. Wo sieht uns jemand? Ich weiß es nicht. Okay, hoch. Oh. So, Nummer 6. Zählt das jetzt doppelt? So. Da hinten irgendwo. Jemand hat ihn getötet. Ich rieche etwas. Wie komme ich da jetzt sinnvoll hin? Gar nicht, ne? Was war das denn für eine Bewegung? Das heißt, dass der Tag aus dem Nichts kommt. Hoch, da lang, da lang. So. Grock ist... total schlecht erreichbar. Wie soll man das denn kriegen? Okay, lasst uns das versuchen. So, hier hoch. Was haben wir alles? Wir haben da einen Käfig. Ist der offen? War da was drin? Ich fürchte nicht. Aber da haben wir immerhin noch einen Käfig. Und da haben wir was zum Sprengen. Okay, das sieht akzeptabel aus. Zumindest sind die da weg. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich da jetzt hinkomme, ohne gesehen zu werden. Hm, no risk, no fun. Hep. Auf. Auf, 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 auf. Auf, auf, auf. Hep. Jetzt gilt es nur noch zu warten. Ah, okay. Cutscene. Auch nicht schlecht, das ist gut. Die sieht ziemlich gelb aus. Komm mit mir. Komm mit mir. Ein Happy End. Ist das nicht schön? So, das zusätzliche Ziel auch noch. Damit können wir uns... Oh, ein Fähigkeitspunkt. Erstmal schauen. Runenplatz oder irgendwas ist noch nicht drin. Schön. Dann gucken wir mal. Klingenmeister. Reduziert Trefferserienwelle für Hinrichtung. Das ist nicht schlecht. Widerstand. Auch nicht schlecht. Oh, das ist wirklich gut. Todesdrohung. Ah, naja, Brandpfeil. Naja. Wobei, warte mal, Brandpfeil, war das nicht gut gegen den Eumel, unseren Lieblingsfreund, Torz den Tapferen? Falsch. Falsch. Verdammt, wie habe ich das gemacht? Da, so, nee. Torz, so, Infos. Schaden durch Explosionen und Schaden durch Fernkampfangriffe. Okay.
trotzdem nicht so gut. Verbesserung. Was haben wir noch so zum im Angebot? Jede Menge noch durch die Hauptquest freizuschalten. Ist ja eher ekelhaft. Oh, Geistbetäubung auch nicht schlecht. Boah, ich überlege jetzt. Wir kriegen epische Runen, das ist natürlich auch gut. Widerstandskraft. Schneller. Ja, nehmen wir das. Häufiger den Todesstoß machen. Beziehungsweise etwas schneller den Todesstoß machen. Oh, und immer noch ein Punkt frei. Na, dann machen wir doch dieses noch dazu. Das ist gut. Okay. Damit kann man arbeiten, durchaus. Eigentlich ist das ein ziemlich gutes Ende für den Stream. Jetzt haben wir eine schöne Hauptquest noch gemacht. Was kommt denn da noch? Dunkle Monument. Okay. Das wäre aber übel. Hä? Das ist doch dann schon fast das Ende. Okay. Ich begebe mich hier zu diesem Informanten und dann schauen wir mal, dass wir so langsam beenden. Und dann machen wir beim nächsten Mal einfach weiter. Wir haben eigentlich, bin ich ganz zufrieden mit dem Stream. War ein bisschen konfus zu Anfang. Aber hinterher haben wir die Story ganz gut hingekriegt und Hauptleute getötet und. Hi. So, wer genau ist der Informant? Ah, ein Uruk, okay. Der Sklave fliegt! So, schnell Informationen sammeln. Über ihn. Unbekannter Hauptmann. Takak. Der Flüsterer. Schleichtodesstöße, berittene Bestien, Furcht vor Verbrennen. Oh, mit dem Brandpfeil könnte man ihn also gut verängstigen. 1, 2, oh, da ist schon die 5 und zack. Und. Ah, ne. Oh. Woher kommen denn die Ghule? So, zur Sicherheit nochmal eine Schoppe. Hi. Woher kommen jetzt auf einmal hier Ghule? Was soll denn sowas? Und die wichtigere Frage ist, wollte ich nicht irgendwo hin? Ach ja. Informant und dann aufhören, hatte ich gesagt. Hervorragend geklappt hat das. So. Dann schauen wir jetzt mal nach diesem Informanten und dann hören wir wirklich auf. Hallo, Freunde. Oh nein. Zack. Und Informant ist als erstes tot. Super. Hat ja hervorragend geklappt. Oh, schade. So, und zack. Oh, der Sklave hilft gleich mit. Kommen wir hier hoch? Nö. So. Ab rauf, da stehen wir immer ganz sicher. Und dann bedanke ich mich bei dem Berliner, der da war, kurz. Und sage mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. Ich hoffe, ich treffe jetzt den richtigen Knopf. Auf Wiedersehen.